Hallo, liebe Sabine, schön, dass du dabei bist bei meinem Interview zum Thema weibliche Urkraft. Ich freue mich und bin gespannt, was du uns erzählst. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bin da. Genau, als erstes würde ich mich sehr freuen, wenn du ein bisschen was von dir erzählst, wer du bist und was du so machst, damit die Zuschauer so ein bisschen ein Bild von dir haben. Ja, was bin ich? Ich glaube, ich bin eine sehr facettenreiche Frau. Das heißt, ich bin jetzt 61 Jahre alt und habe ganz viel Frausein erleben dürfen. Das heißt, ich bin Mutter von drei Kindern, ich bin Oma, ich war alleinerziehend, ich war 20 Jahre lang verheiratet, ich habe eine neue Partnerschaft. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alles erlebt, was so Frau erleben kann und darf. Sehr schön. Und ja, genau, beruflich war ich über 40 Jahre lang Krankenschwester und OP-Schwester, habe also da Menschen in vielen Situationen, Ausnahmesituationen begleitet und bin jetzt selbstständig als Life Coach und Trainerin für Neurografik und setze das eben speziell ein für Frauen in den Wechseljahren. Sehr spannend, was du machst. Wir werden dann demnächst mal ein tolles Interview genau nur zu diesem Thema machen, das ich Gerne. ja vorher schon geredet und ich finde das super wichtig, was du so zu erzählen hast. Gerne. Dankeschön. Dann starten wir gleich mit dem Interview. Als erste Frage, was fällt dir spontan ein, wenn du den Begriff weibliche Urkraft hörst? Also spontan fällt mir ein, dass wir Frauen uns erinnern sollten, weil alles das, was wir nach außen tragen, ist erstmal in uns drin, ja. Und ich glaube, dass es einfach nur verschüttet ist, dass die Kraft in uns steckt und wir durch Kultur, durch Tradition, durch Erziehung, durch Erfahrung oft nicht gelernt haben, diese Kraft zu spüren und zu fühlen. Ja, sehr schön formuliert, danke. Ja. Die zweite Frage: Spürst du und lebst du deine weibliche Urkraft? Und wenn ja, wie zeigt sich das in deinem Leben? Also, ich habe meine weibliche Urkraft, glaube ich, auf unterschiedliche Art erfahren dürfen. Ja, also einmal, glaube ich, ganz stark, wie jede Frau in der Schwangerschaft bei Geburt, zu was du fähig bist, ja, wirklich Leben zu gebären, unter Umständen wirklich auch durch Schmerzen durchzugehen, aber auch die zu beherrschen. Ja, und diese weibliche Urkraft ist für mich eine Mischung aus Hingabe und wirklich diese Kraft zu haben. Ne? Also wirklich sich einerseits wirklich schwimmend oder schwebend zu bewegen und andererseits aber auch bodenständig und geerdet zu stehen. Ne? Also so diese weibliche Urkraft ist für mich diese Erdung nach unten und gleichzeitig diese Aufrichtung nach oben. Ne, also so dieses dazwischen zu sein. So würde ich es mal für mich beschreiben. Und wo lebe ich das? Ich lebe es jeden Tag. Ich lebe es jeden Tag mal stärker, mal schwächer in meinem Frausein zu sein. Jetzt wirklich in dieser Phase des Lebens Erfahrungswerte ohne Emotionen zu sehen. Und die wirklich in Weisheit umzuwandeln. Und zwar in diese Weisheit der weisen Frauen, ne? Oder dieser älteren Frauen, die wiederum das für Jüngere ja weitergeben können und dürfen. Wow, Genau. sehr schön. Das ist richtig spürbar, was du erzählst. Das ist wow. Tolle Energie, schöne Kraft, die so vieles trägt, wenn man in seiner Weisheit, die wahrscheinlich in dem Ausmaß auch nur wirklich Frauen haben können, die an einem gewissen Punkt stehen, schon einiges durchhaben. Also ich glaube, da bin ich auch noch nicht. Ja, Ja. und das, was man eben eher nur aus anderen Kulturen kennt, aber also ich zum Beispiel finde,
weise, reife Frauen wunderschön. Also so Frauen mit weißen Haaren oder so, dieses, und die Falten. Also ich finde das total was Schönes, das fasziniert mich. Und das hat eine ganz eigene Schönheit und ich fühle mich immer in der Nähe von solchen Menschen, Frauen, total wohl. Also es ist so eine Magie fast schon, die davon ausgeht. Wenn sie mit sich im Frieden sind, natürlich nicht, wenn sie das Alte nicht annehmen können. Ja, es ist immer, also es ist einfach so eine ganz spannende Geschichte, weißt du? Jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Ja. Ja, das ist so, und es funktioniert irgendwie nicht. Ne? Aber du musst einfach irgendwo wirklich diese Balance in dir finden. Mhm. Ne? Und klar, natürlich musst du oder darfst du dich den Herausforderungen auch Ängsten stellen. Mhm. Ja. Und es geht natürlich relativ richtig weit. Ja? Schlussendlich muss man einfach schauen, okay, vor was habe ich denn Angst? Ja. Mhm. Und vor was habe ich als Frau Angst? Ne? Also das ist ein ganz weites Thema. Ja. Ja? Und es geht von so kleinen Themen wie unsichtbar zu werden oder sich verunsichern zu lassen, bis halt wirklich zu der Thematik, vielleicht habe ich Gelegenheiten verpasst. Mhm. Ja? Ja. Aber solange du lebst, hast du einfach jeden Tag die Möglichkeit, was zu drehen. Ja, du bist schlussendlich erst, wenn du wirklich tot bist, hast du keine Chance mehr zu wählen. So lang steht dir alles offen. Sehe ich auch so. Es gibt ja diese Menschen, die irgendwie ich habe mal eine Dokumentation gesehen, fällt mir gerade ein, von einer Frau. Ich glaube, die war 75. Ihr Mann ist gestorben und sie hat den Traum, irgendeinen Gipfel zu besteigen, also so einen krassen Berg. Und die hat es gemacht, die hat trainiert und die hat gestrahlt. Und ich war so fasziniert und habe gedacht, genau so geht das. Ja. Und ich kann mir bei mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ich irgendwie in 10, 20 Jahren oder 30 Jahren sage, oh, okay, ich habe keine Lust mehr, ich lege mich jetzt hin und ich bin jetzt alt und so, sondern ich war schon immer, auch in vielen schwierigen Umständen, nichtsdestotrotz ein sehr lebensfroher Mensch und das wird immer noch mehr. Also ich habe eher das Gefühl, es nimmt zu. Aber wenn ich erst 40 bin, doch schon langsam ein bisschen Ruhe einkehrt in mein Leben und ich deutlich mehr Spaß habe. So. Also es ist weniger anstrengend. Ja, es ist auch, sag ja auch, Wechseljahre ist halt wirklich so Zeit für eine Chance, ja, wirklich dann nochmal bewusst hinzugucken, was habe ich bisher gemacht und es war auch gut so, ja, aber was mache ich jetzt, ne? Wie wir uns vorhin unterhalten haben, das Durchschnittsalter liegt bei 84,5 Jahren, ne? Du hast, wenn du jetzt 40 oder 50 bist, wie viel Zeit hast du? Wie setzt du das ein? Ja? Mit wie viel Freude, mit wie viel Energie und vor allem mit wie viel Bewusstsein und Dankbarkeit? Ja. Und wenn du das hast, dann glaube ich, bist du wirklich auch in deiner, zu deiner Frage zurückzukommen, in deiner Urkraft verbunden. Mhm. Weil schlussendlich ist dieses Frausein immer mit einem Nehmen und Geben verbunden. Mhm. Ja. Und dann kommst du in so eine fließenden Energieprozess rein. Und das ist dann das, was das Leben einfach lebenswert macht. Mhm. Schön. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie da wäre, wenn du eine Botschaft hättest oder hast natürlich für die Frauen da draußen, was wäre diese Botschaft? Eine Botschaft wäre wirklich, sich zu erinnern. Zu erinnern, also das heißt, mal bewusst in sich zu spüren oder eben welche Methode du auch immer wählst, sich zu erinnern an dein Frausein, an deine Kraft, sich da wieder wirklich zu verbinden. Und diese Botschaft ist, es ist in dir. Es ist nur ein bisschen verschüttet. Das ist nichts, was du von außen her ziehst, sondern es ist bereits in dir verwurzelt. Ja? Und du musst es einfach so ein bisschen das wieder freischaufeln, ein bisschen gießen und düngen und dann kann ich wieder rein. Wow, wunderschönes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Gerne. Für deine Zeit und für deine wertvollen, wunderschönen Gedanken, Ideen und nennt man das, deine Lebenserfahrung, die du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich jetzt schon auf mehr. Ja, also gerne. Bin gerne bereit dazu. Bis dann. Danke. Okay. Tschüss. Ciao.